Guten Morgen. Guten Morgen. Showday. Showday, Freunde, jetzt geht's richtig ab. Johnny, wie geht's dir? Wie man hört jetzt, Freunde, erstmal, René ist nicht hinter der Kamera, sondern Lilian ist da, weil René, noch keine Form hier. René kommt gleich. René kommt gleich. Aber darum geht's hier nicht, es geht nämlich um diesen jungen Mann. Yes, sir. Wir sind jetzt nicht One Day Out, sondern Showday auf jeden Fall. Ich hab Bock, wird cool. Jetzt haben wir Sachen gepackt, wo wir gerade noch für mich einkaufen, weil mir hat noch Mannlos gefehlt und wir müssen natürlich noch ein bisschen aufladen vom Wettkampf. Und gleich sind wir beim Tanning. Ich zeige mal ganz kurz Airbnb, ganz fix, wo wir am Start sind. Adam ist jetzt in der Dusche. Mhm. Hier ist unsere Küche, da ist Williams Zimmer. Das hast du ja noch auch nicht gesagt, dass Adam überhaupt angereist ist. Das ist sorry, ja. Adam ist auch am Start, Freunde. Was eigentlich auch gestern passiert ist alles. Also ist alles gestern passiert. Wir mussten Waage machen. Wir mussten Waage machen. Also ich glaube, für YouTube wäre es ein bisschen lustig gewesen, aber wir haben es jetzt einfach jetzt nicht aufgenommen, weil wir haben ja noch in Las Vegas eine Show. Da können wir euch noch ein bisschen intensiver mitnehmen. Jetzt ist es erstmal wichtig, regional mitzumachen. Platzierung ist theoretisch scheißegal. Aber ich will natürlich den besten Platz haben, das ist klar. Natürlich. Ja, wir zeigen jetzt, denke ich mal, noch nichts von der Form, beziehungsweise nicht viel. Richtig. Aber es geht jetzt gleich direkt in die Halle, weil wir sind auch ein bisschen Zeitdruck extrem, also wir müssen in 10 Minuten los. Genau, wir schauen, da, wir haben jetzt vorhin kurz das Vlog gestartet. Wir sehen uns auf jeden Fall gleich in der Tanninghalle, okay? Jawohl. So nebenbei, in diesem kleinen Bett habe ich gepennt. Ich glaube, mir geht es schlechter als Johnny nach dem Entladen, Digga. Ich habe 2 Stunden geschlafen und muss jetzt hier noch so ein leckeres Omelette zubereiten, weil das wird jetzt seine erste Mahlzeit sein. Was ist denn da Feines? Das ist nach dem Wettkampf ein Oreo Coca-Cola, will ich mal probieren. Aber seit ein paar Tagen keine Süßstoffe mehr drin im System. Und dann tut man seine Cola auch mal wieder gut. Jawohl. Der Zögerung, wa? Ja, wir sind eigentlich Viertel nach dran. Und wir haben Viertel vor schon. Jetzt haben wir Viertel vor. Sogar, glaube ich, noch später. Ja, 10 vor. Wir dürfen gleich leider nicht weiter filmen. Also der nächste Schnitt wird Johnny Brown. Johnny Brown. Johnny Brown. So, moin. Ich bin auch angekommen. Der ist jetzt auch im Start. Mir geht's halbwegs gut, weil ich stehe hier seit 3 Stunden rum. Wirklich seit 3 Stunden. Bin ich auf meinen verkackten Beinen, warte auf mein Tanning und Co. Das nächste Mal haben wir gesagt, machen wir es einfach selber. Es gibt danach jetzt keinen Pro-Tan mehr. Also es war bei der GmbF super. William hat auch gesagt, vielmehr bei ihm war es super, aber jetzt hier heute leider hat es irgendwie nicht geklappt. Aber ich glaube, die waren noch unterbesetzt. Es war halt anders geplant als gedacht, ne? Aber dann waren irgendwie Bodybuilding-Klasse, die eigentlich nach mir sind, vor mir dran. 3 Stunden hast du jetzt gewartet, ne? Ja, insgesamt 3 Stunden jetzt gebraucht. Leider ist heute auch ein bisschen schwierig. Wir können nicht Backstage filmen, weil es Vorfall gehabt, glaube ich, vor 1-2 Wochen. Wir haben ein bisschen rechtliche Probleme bekommen. Da gab es irgendwie Anzeige und sowas, ja. Ja. Genau. Daher werden wir sicherlich nach der Bühne noch ein bisschen quatschen. Ja, genau. Jetzt gibt es Glanz für dich. Glanz, dann endlich mal ein bisschen pumpen. Das sehen wir hoffentlich auch noch. Ja. Und dann sehen wir uns schon auf der Bühne. Hallo. You're happy? Good to see you again. You too. Ihr seht, habe komplett verkackt. Nächstes Mal haben wir unser Tanning selber dabei. Ich bin müde, gerade eben komplett erschöpft. Wirklich, ich stand nur die ganze Zeit, Alter. Keine Zeit zu relaxen. Hab ein Handtuch, Liegematte, alles wie sonst eingepackt. Ich. Immer lächeln, Johnny. The results, it's not 100% what I want. So I need that show to learn something new things, you know what I mean? That's why we choose the show. Normal regular show like this, you know, nothing yeah. just to check a couple of things. I need to learn his body. So you know what I mean. Some athletes I work like 5, 7, 6 years, something like that. It's our first show with Johnny, but I need to now I know what I need to do for the next show. Alles fertig geworden. Jetzt Fokus und Abfahrt. Ja. Macht eine geile Show. So. Come on, Johnny! Komm, Johnny!
Spacko nehmen wir auf Jungs, wie? Nee, ich film das dann noch für ihn, damit er gleich sieht, was er verkehrt macht. Die Kamera läuft ja. Komm, Johnny, deine Pose! Jawohl! Guck auf den Ballbeuger, los! Valentin ist gar nicht hier. Los! Schön, Johnny! Der stand gerade im Hintergrund, hat die ganze Zeit eine Wacken gezogen. Gerade beim Doppelbizeps konnte der nicht mehr ziehen, der Idiot. So? Beine, Johnny, Beine! Beine! Jawohl! Das ist er! Komm, Johnny, deine Pose! Denk an die Luft! Jawohl! Stark! Ja! Da ist er! I need to think a lot about the next competition. This is a good test. Jawohl! Johnny, first goal direkt mit Marvin. Marvin sieht unglaublich aus. Johnny verkauft sich aber auch ganz gut. Jawohl! Jawohl, Nika! Sauber, Nico! Johnny, Beine! Beine, Johnny! Beine, Johnny, Beine! Schön! Komm, denk an die Beine! Beine, Johnny! Schön! Stark! Komm on, Johnny! Schön! Super für heute! Stark, Johnny! Side-Biceps? Side-Biceps, neue New Post. This is a kind of new job, Side-Biceps. Side chest, right? Side chest, side biceps, I don't know the post. Maybe it's different in Germany. Every two judges, every competition. Komm, Johnny! Beine! Wo war die weg? Rauf machen! Bobbel! Druck, Johnny, Druck! Side Biceps! Schön! Ja! Arsch, Johnny, Arsch! Jawohl! Schön! Schaut das hin, Johnny! Side Biceps, der Schnee ist noch. Warum die den jetzt die 24 in die Mitte machen? Marvin sollte in die Mitte nicht. Da? Doch, ich schau auch zum Zrovic, wie ich. Lavizov. Schön, Johnny. Mienki, Scherovic. So? Mienki, Scherovic. Dupa, ne? Albo inne światło, nie wiem. Też może być. Front double license. Dobry, kamera się nie da. Komm, Johnny! Bauch, Bauch! Ui, jak wypuścił raz, chyba w ciąży był. Ja, in einem großen Beutel habe ich das. Großer Beutel, nicht den Rucksack. Hier, nimm das. Kriegen alle Wasser, Digga. Ich dachte, bei Gabi kann ich atmen, dachte ich. Ja,
von der Seite, also die Äußeren, die sehen es. Ja. Ne? Und uns steht dann beides noch raus von alle. Ach so. Ne? Und bei deiner eingedrehten Doppelbizep, da hängt da auch komplett durch. Ne? Da musst du einfach nur auf die Mitte. Der Rest sieht super aus. Ich zeig deine streifende Beine ruhig öfter, lass sie schön arbeiten. Ansonsten machst du einen guten Job. Obenrum alles perfekt. Ne? Also was ich jetzt so gesehen habe und die anderen. Und, aber kontrollier deine Mitte. Das ist so dein Ding. Womit ja, ja. Du jetzt Plätze kaputt machen könntest. Okay. Ne? Einfach nur okay, manche Sachen waren. Also ja, es war auch, ey, mein Mund. Ich hab trockenen Reis, wo jemand den Reis trocken gekocht hat, ja mit Mandelmus, nichts anderes, auch kein Schluck Wasser, nichts. Ich bin so wie gesagt, jetzt kann ja nichts mehr passieren, wenn der ab und zu 10 Stunden ist. Du musst halt nur gucken, dass der Bauch drin bleibt, weil er jetzt nicht voll Wasser kippt und dass das Ding dann voll steht. Ja, voll. Wenn du jetzt mal für den Hals was brauchst. Ja, das war wirklich so. Jawohl! Grüß Gott auch wieder. Valentin. Seine Nummer verschlafen, Herr Valentin. Aufwachen! Komm, Johnny. Beine, Johnny, Beine! Rück! Relax, Johnny, relax! Der steht die ganze Zeit auf Spannung, Alter. Der ist am Kämpfen schon, der kann keine Vakuum mehr ziehen, ich sehe das. Geh zum Heft, Alter! Nicht gut. Naja, wenn er die Luft hat, wird das ganze Luft ziehen. Siehst du auch jetzt, guck mal, der lässt die Vakuum. Ja. Der ist schon hart am Atmen. Ich hatte das auch in Polen beim zweiten Wettkampf, das war ekelhaft. Auch in Alicante zweite Mal, wo ich von der Bühne runter bin und keine Luft mehr bekommen habe. Und der ist ja jetzt zwei Runden hintereinander, der war ja gerade schon auf der Bühne vor 10 Minuten. Und gleich kommt er wieder, ja, aber gleich hat er ein bisschen länger Pause. Stark, Johnny, stark! Beine Pose! Schön! Side Biceps! Gut! Schön, Johnny! Denk ans Bein, Johnny, denk ans Bein! Muss in die Beine! Jawohl! Onkel Jatze gibt dir richtig Randale. Film jemand, der schreit. Warte! Battle zwischen Johnny und Valentin, geil. Johnny, ruhig, locker, locker, Johnny, locker! Locker, Johnny! Ich weiß nicht, worum es in dem Fallout geht, ich habe absolut keine Ahnung. Naja, vom Punkt vielleicht runter von der Bühne und... Meinst du nicht, dass Valentin und Johnny nicht in die Top 5 gekommen sind? Ja, aber das macht halt keinen Sinn. Das macht für mich hier vieles keinen Sinn. Auch die Side-Biceps-Pose, die kenne ich auch noch nicht. Sauber! Johnny wieder in der Mitte. Oh, der ist am Leiden, der ist schon seit 20 Minuten am Durchstoßen. Ich sehe Karl S. Ich sehe nur Karl S. Sei Chest, Kurva. So, Regułów nie zna pizda jebana. Od razu to zejdziemy do bałku, jak skutę od razu zjadą. Za bardzo się spina, więc taki męczy. Robi dużo niepotrzebnych rzeczy, które wiesz, umęczyły go, nie? Brzuch już w ogóle zalany. Bruder, der ist seit 20 Minuten am Posen ohne Pause. Ja? Der hatte vielleicht 3 Minuten Pause. Vielleicht dann, ja.
du musst relaxter sein im Hintergrund, weil das fickt dich dann. Du hast dann keine, ich habe gesehen, du kannst auch keine Wahrheit mehr ziehen, weil du hast keine, klar, die haben das, das ist Ausnahmezustand, du hast 20 Minuten am Stück gepostet, das ist natürlich Ausnahmezustand. Ja, richtig. Aber du weißt, was ich meine. Versuch, also positiv so viel wie es geht, ja, relaxed zu bleiben, damit du, wenn du vorne bist, wieder Power hast, weil du kannst teilweise keine Vakuum mehr ziehen, weil du im Hintergrund auch die ganze Zeit am Spielen bist. Ist das vom Koffein, die Tipps im Hintergrund? Oder hast das du die selber? Das mache ich selber. Mach das nicht mehr. Ja, die gucken mir auf mich, sehe ich. Die gucken sowieso die ganze Zeit auf dich. Du bist auch der Einzige, der lächelt. Echt? Die Augen sind die ganze Zeit auf dich. Es geht nur darum, dass du im Hintergrund ein bisschen mehr relaxed bist. Ja. Ultra wichtig. Geht gar nicht. Ja, aber es ist halt so, weißt du, das Tanning konnte nicht mal richtig ziehen. Ja, ich weiß nicht. Oh, sorry. Wir brauchen so einen Ventilator. Wie am besten zurückstellen. Ich bin ein Ventilator, weil es nicht mehr rohhaft ist. Ja, genau, bei den Schuhen, genau. Das Tanning ist halt so kurzfristig drauf gemacht worden, dass alles verläuft. Oh, it came here. Ah, okay, thank you. You're from Hungary? Yep. Again. The tanning today is Nemio. Das heißt nicht gut. Darf ich dir was sagen? Darf ich das sagen? Natürlich. Guck, wenn die Posen aufrufen, dann halte die Pose. Du kannst zwischendurch mal kurz, aber wenn gerade alle sechs offensichtlich verglichen werden in der Pose, dann bleib in der Pose und mach keine Faxen, Alter. Mach nicht so viel Faxen. Nur Luft gebracht. Alter, bist du entspannt. I just told him he has to show his pose, which the judges want to see, and not 3 or 4 other poses. Because you lost too much energy on it. Ja, außerdem. Ich habe auch angefangen zu wechseln, weil ich besser nervös gemacht habe. Ja, wir wollen hier. Ich dachte mir, was macht der jetzt? Ja, da mache ich auch verschiedene hier. Ohne Scheiß. Und Valentin zum Beispiel. Valentin hat neben mir gestanden. Bei Valentin ist gar nichts passiert. Das Gute ist, it catches the eyes. It's always good. Aber zu viel Hampeln ist auch nicht gut. Marvin, du warst auch fantastisch. Das ist perfect already. It's perfect already. Ja. Einzige Manko bei ihm, dass die manchmal so wackeln. Hast du gesehen, ne? Das nervt, aber sonst top. So, jetzt kommt Johnny nochmal rein. Es geht hier noch um Platz 4 und um 5. Und Johnny mischt da auch noch mit. Wird sehr schwer. Komm, Johnny! Johnny, Junge! Das war Olli. Komm! Oh, wo fahren wir denn? Farbe läuft wieder, ist auch nicht gut. Aufpassen! Aufpassen! Oh, Hamstring. Also, er hat gesagt, geil, ne? Komm mal hier inzwischen. Ja. Make it slow. Make like back like cut. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dich so glücklich auf der Bühne zu sehen. Ich habe fast bei der Kür angefangen selber zu weinen, ne, wo ich dann war so ein Lächeln und so. war geil, war ein schönes Gefühl. Okay, dann sehen wir uns gleich, wenn alles vorbei ist und dann eine ruhige Minute. Dann genieße ich nochmal die beiden Sieger hier raus. Freunde, wir haben den vierten Platz gemacht, ja?
Es ist alles super. Wir wissen, wir sind nicht fertig. Ich hab direkt bei der Head Judge nachgefragt, bei den Judges, nach Feedback. Was kann ich denn besser machen? Dann haben sie zu mir gesagt, du post geisteskrank. Es ist wirklich wunderschön. Deine Linie ist komplett classic. Nur brauchst du 2 Wochen mehr, um ready zu sein. Aber wisst ihr, was ich bekommen habe? Oh, den Best Posing Award, Alter. Wir gehen jetzt gleich was essen. Wir kommen jetzt fast die Tränen, Alter, wirklich. Ey, das freut mich wirklich, Alter. Ich hab ohne Spaß oben auf der Kür fast angefangen zu weinen, wirklich. An den Ende von den Posen. Ich habe die hier gemacht, zack. Dann habe ich die Pose gemacht, zack, zack. Und in diesem Ablauf habe ich halt gelächelt, aber ich war so emotional, ich habe wirklich fast angefangen zu weinen im Augenblick. Dass ich von so einem Lächeln zu einem krampfenden so Heulen so, weißt du, so übergewechselt bin. Alter, Best Posing Award. Ja, Schatz, ich habe gerade eben noch mal einen Award bekommen. Erzähl ich dir gleich. Busch. Best fucking Kurve Award. Geil. Today we don't count calories. I remember that sentence from Alicante. Ja, klar freue ich mich. Okay, ganz kurz. What do you think, guys? I think you was also thinking in your head what we can change when I was on the stage. All the show. First thing, I think we have to change the last days with water and electrolytes, because your body not respond like his body, for example. Yeah. And yeah, for example, you should pee all the night and you pee one time when you sleep. Tonight? Yeah. Only one time, yeah. Yeah. But maybe this is no good. Maybe because you stress too much, something like that. When you stress too much, you hold the water under the skin, and your body stop that with this diuretic time. You know what I mean? Yeah. Your body is like secure time for your body. We will see. We need to change a couple of things. But I have plan, of course, which way to go. I prep too many athletes, so I have big experience with body hard like yours. But it's no problem. Like we talked before, that show was a test. Yeah. To learn something new things about your body, and we will see next time. We will see on Las Vegas, brother. Yeah. How many days we have, or weeks? Three weeks. Okay. Exactly 3 weeks. You go to Vegas 5 October? 5th October, yes. 7 October I'm in LA, 9 October I'm in Vegas. So. When is the show? Nine. Okay. One more, I will be 8 a.m. on the airport. We pick you up here later. I pick you up, I promise. Wir haben 3 Starts gehabt. True Novice, Novice und einmal Classic Physik über 1,75. Genau, Open die Class C. Die haben sie nochmal 2 Gruppen aufgeteilt, Open Class C. Also ich war da bei waren 17 Teilnehmer übrigens. Die ganze Familie ist am Start. Ich bin super happy, dass sie am Start ist. Auch sogar Williams Vater ist am Start. Mega danke, dass du am Start bist. ja, ganze Familie ist am Start. Freunde, Familie. Freut mich wirklich sehr, dass ihr alle am Start seid. Dankeschön. Sehr gerne, Johnny. Und jetzt bestellen wir alles. Nicht essen, sondern fressen. Ich bestelle mir wahrscheinlich, du machst Chili, also ohne Spaß, 700 Gramm Steak oder 1 Kilogramm. Dazu ein bisschen so Kartoffeln oder so. Irgendeine halt Beilage. Dann nehme ich noch eine Pasta und Burger, bin ich fertig. Was könntest du denn stattdessen nehmen, wenn du nicht jetzt essen würdest, um deine Proteine abzudecken? Also ich würde dann meinen Rice Pudding Kuchen machen. Den mache ich gerne mit Rice Pudding, mit Designer Way, mit Flame Tasty. Aber jetzt vor dem Wettkampf kein Flame Tasty mehr. Das kommt komplett raus quasi. Das war okay, auch für mich völlig in Ordnung. Und wenn ihr Sachen bei ESN brauchst, Freunde, mit Code könnt ihr auf jeden Fall an dieser Stelle sparen oder mit Code William und bald mit Code Robert. Code Hector. Code Hector. Code Makita. Code Makita. Danke, dass ihr am Start seid. Guten Appetit, ich freue mich wirklich sehr. Nächster Wettkampf wird abgerissen. So. Ich nehme einmal ein Filetsteak, 500 Gramm bitte. Dann nehme ich ein Thunfischsteak. Achso, noch eine Beilage zum Steak. Ich bin ja noch nicht fertig, mein Lieber. Genau, weil ich muss hier mal tatsächlich chronologisch vorgehen. Noch Beilage zum genau, Steak. Beilage noch zum Steak. Was gibt's denn da mal, oder? Eines inklusive. Ja, ich nehme einmal Süßkartoffelpommes. Ja, gerne. Dann nehme ich noch eine Pasta. Und zwar die Pasta Rinderstreifen, ich weiß, Champignons und Tomatensauce. Aber habt ihr auch eine Tomatensauce, einfach eine Champignonsauce? Also ich habe es letztes Mal mit so Rahmsoße, Zwiebeln und Champignons und Rahmsoße bestellt. Das war mega lecker. Okay, was hat sie noch für Soße? Der Blick verdient. Tatsächlich Rahmsoße und Tomatensauce, das kann ich gerade anbieten aus Lameng. Habt ihr auch Parmesan? Parmesan haben wir auch, klar. Okay, dann nehme ich doch mit Tomatensauce. Also die Pasta mit Karne, mit Fleisch. Ja, genau. Das lasse ich zuerst mal so und dann schauen wir mal, was passiert. Okay. Dazu ein bisschen Brot und einen dritten Salat dazu. 2 Laib Brot. lieber einmal Chicken Wings, anstatt dessen, wenn es geht.
Hinten nochmal ein bisschen Parmesan. Lass dir schmecken. Nochmal? Nee, ja. Aber ich übertreibe nicht. Ich habe vom letzten Wettkampf gelernt. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Das war echt eine geile Show. Wieder eine geile Erfahrung. Es hat mir mega Spaß gemacht. Ich glaube, ich war wirklich nicht so richtig ganz da in den ersten zwei Runden. Klar war ich irgendwie präsent, aber ich war nicht ich, weißt du, ich meine. Und die Headjudge hat ja auch gesagt, meine Form wurde besser. So gegen Ende hin sah ich viel besser aus als am Anfang beim Pre-Judging. Aber es hat natürlich bei der Klasse C und Novice nicht gereicht. Aber alles cool, bin happy. Passt. Einfach machen, ne? Und danke auch an Adam, an William, an euch da draußen, an meine Familie, an meine Freunde und an dich, René, klar. Die mich nur supporten, zusammen Gas geben. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns dann bald. Servus. Ciao, ciao.